Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Striptease, Erpressung und jede Menge Geheimnisse. Rechtsanwältin Eileen Minner kommt einer heimtückischen Intrige auf die Spur. Wenn du in so einem Laden arbeitest, dann wirst du auch was für meinen Johnny tun können, oder? Du Sau! Ja, du, das hast du nicht umsonst gemacht. Ich werde sofort deinen Mann anrufen. Von hinten sollen sie Herrn Jung niedergeschlagen haben. Wenn es von hinten war, wie will sich denn Herr Jung dann so sicher sein, dass es meine Mandantin gewesen sein kann? Gero ist ein notorischer Fremdgeher und hat Rebecca schon zigmal betrogen. Wenn wir hier schon die moralische Keule schwingen, Herr Jung, was macht man dann nachmittags in einem Stripclub? Und ich muss Ihnen auch wirklich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass meiner Mandantin jemand diese Angelegenheit hier in die Schuhe schieben möchte. Seit 3 Monaten arbeitet Fitnesstrainerin Silke Laske heimlich in einer Table-Dance-Bar. Die 34-Jährige hat den Job ohne das Wissen ihres Ehemanns Tim angenommen, um die fälligen Kreditraten für ihr Einfamilienhaus bezahlen zu können. Denn seit Tim vor 4 Monaten arbeitslos geworden ist, steckt die dreiköpfige Familie in großen finanziellen Schwierigkeiten. Als Silke jedoch den besten Freund ihres Mannes, Gero Jung, in dem Erotikclub entdeckt, droht ihr Doppelleben aufzufliegen. Ja, da sollte ich dich eigentlich fragen. Übrigens, heißes Outfit. Hör mal, das ist nicht das, was du denkst, okay? Das ist komplizierter. Ja, du willst mir erzählen, dass du ja nicht als Stripperin arbeitest, oder wie soll ich deinen Auftritt hier gerade deuten? Doch, nein, ich, Gero, bitte. Du weißt doch, in was für eine Scheiße wir stecken, seit Tim seinen Job verloren hat. Ach ja, da gibt's ja auch noch Tim. Weiß dein Mann überhaupt, was du hier treibst? Du weißt doch, dass ich ihm das nicht sagen konnte, oder? Kannst das nicht einfach für dich behalten? Ich bitte dich. Ja, was ist es dir denn wert? Was meinst du damit? Stell dich nicht so an. Wenn du in so einem Laden arbeitest, dann wirst du schließlich auch was für meinen Johnny tun können, oder? Meinst du dir etwa das? Ja, komm. Du Sau! Ja, du, das hast du nicht umsonst gemacht. Ich werde sofort deinen Mann anrufen. Gero, bitte. Gero! Gero! Gero, bitte. Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Aber du darfst Tim nicht sagen, ich flehe dich an. Bitte, Gero. Und warum sollte ich nicht? Meinst du, es macht mir Spaß, hier zu arbeiten? Du weißt genau, dass wir die Raten fürs Haus nicht bezahlen können. Wir haben Schulden. Und an der Kasse arbeiten geht nicht, oder? Meinst du nicht, dass ich versucht hätte, was zu finden, was genug Kohle abwirft auf die Schnelle? Glaubst du, es macht mir Spaß, Tim anzulügen? Du weißt genau, dass ich mich hier nicht arbeiten lassen würde. Mir kommen die Tränen. Ich denke, dass Tim wissen sollte, dass du fremden Männern deine ins Gesicht drückst. Ich denke, er sollte das mal erfahren. Bitte, Gero, tu mir das nicht an. Bitte. Hallo, Tim. Du wirst nicht glauben, wo ich deine Frau gerade gesehen habe. Verdammtes Schwein. Silke lässt sofort alles stehen und liegen und bricht ihre Stripshow ab. Die 34-Jährige will so schnell wie möglich nach Hause, um persönlich mit ihrem Mann zu sprechen und ihre Ehe zu retten. Mensch, Silke, was ist los? Du kannst doch nicht einfach deinen Arbeitsplatz verlassen. Der Chef ist stinksauer. Es tut mir leid. Ich muss nach Hause, okay? Warum musst du nach Hause? Was ist passiert? Und warum hast du den Gast eine gegeben? Oh, Scheiße. Das ist der beste Freund von meinem Mann. Und er hat keine Ahnung, dass ich hier arbeite. Oh. Und jetzt weiß er's. Und was willst du jetzt tun? Bitte, kannst du ihm nicht einfach sagen, ich habe Migräne oder sowas? Ich muss jetzt nach Hause, echt. Da wird die Hölle los sein. Okay, Silke, mach ab. Und ich werde es mit dem Chef klären. Ich hoffe, wird alles gut. Okay, ciao. Ich kann nicht glauben, dass Gero meinem Mann gesagt hat, dass ich in einem Stripclub arbeite. Der wird vollkommen ausrasten zu Hause. Ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll. Eine Stunde später erreicht Silke das Einfamilienhaus, das Tim und sie erst vor 2 Jahren gekauft haben. Aus purer Verzweiflung hat die 34-Jährige den gut bezahlten Job in dem Striplokal angenommen und gehofft, dass Tim und Tochter Kathi niemals dahinter kommen. Tim? Kathi, wo ist Papa? Keine Ahnung, der ist nicht da. Was hast du denn überhaupt an? Das ist doch egal. Hat er irgendwas gesagt? Nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung, er ist einfach rausgerannt. Kannst du bitte sagen, was hier los ist? Warte kurz. Tim? Schönen guten Tag. Sind Sie Frau Silke Laske? Ja. Ist das mit meinem Mann? Nein, wir sind eigentlich mehr ihretwegen hier, aber dürfen wir dafür vielleicht kurz reinkommen? Ja, wenn es sein muss, bitte.
ins Wohnzimmer, bitte. Guten Tag. Hallo? Mama, die Polizei? Ja, das ist meine Tochter. Worum geht's denn bitte? Kennen Sie einen Herrn Jung? Ja, wieso? Wir sind jetzt bei Ihnen, weil der Herr Jung vor ca. einer halben Stunde von hinten aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde und jetzt mit einer Kopfwunde und Gehirnerschütterung im Krankenhaus liegt. Ja, das ist schlimm, aber wieso kommen Sie da zu mir? Naja, weil der Herr Jung steif und fest behauptet, dass nur Sie es gewesen sein können. Bitte? Das ist ja wohl lächerlich. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, aber ist doch richtig, dass Sie gerade aus dem Club kommen, wo Sie tanzen, arbeiten. Bitte was? In einem Club? Kathi, jetzt mal nicht, okay? Aber es stimmt doch, dass Sie ihn geohrfeigt haben in dem Club vor allen Leuten und ihm dann auch wütend rausgefolgt sind. Ja, das ist richtig. Ich habe ihn geohrfeigt. Aber hören Sie, das hat nichts zu bedeuten. Das war nur ein kleiner Streit. Ja, aber Sie scheinen ja schon sehr wütend auf ihn gewesen zu sein, wenn Sie ihn ohrfeigen. Kathi, bitte tu mir einen Gefallen und geh hoch in dein Zimmer, okay? Sofort jetzt. Bitte. Oh, Mama, ey. Sofort. Also, der Herr Jung, der wurde ganz in der Nähe des Clubs niedergeschlagen. Frau Laske, wir müssen Sie bitten, da Sie unter dringendem Tatverdacht der schweren Körperverletzung stehen, uns im Zweck einer Vernehmung mit zur Dienststelle zu geleiten. Aber ich war das nicht. Frau Laske, bevor Sie jetzt weiterreden, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie jetzt als Beschuldigte keine Angaben mehr zur Sache machen müssen. Aber bitte begleiten Sie uns jetzt zur Dienststelle. Ja, wenn es sein muss, hören Sie, darf ich mich bitte noch umziehen? Und ich würde ganz gerne meine Anwältin anrufen. Machen Sie das. Ja. In was für einem Albtraum bin ich hier eigentlich gelandet? Erst steckt Gero mein Mann, dass ich das drippe. Und dann behauptet er auch noch, ich hätte ihn niedergeschlagen. So ein Schwachsinn, ich war das nicht. Guess it's true, I'm not good, I don't understand. Eine halbe Stunde später wartet Silke auf dem Polizeipräsidium auf ihre Rechtsanwältin und hofft, dass Eileen Minner ihr in dieser schwierigen Situation beisteht. Wie oft soll ich Ihnen das eigentlich sagen? Ich habe Herrn Jung nicht niedergeschlagen. Frau Laske, ich hatte Sie doch vorhin am Telefon gebeten, bevor ich nicht auf dem Präsidium bin, keine Aussagen zu machen. Rechtsanwältin Eileen Minner, ich bin die Verteidigerin von Frau Laske. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Es tut mir leid, ich weiß, dass ich nichts sagen sollte, aber das regt mich dermaßen auf hier. Was genau wird denn meiner Mandantin vorgeworfen? Ihre Mandantin wird vorgeworfen, gefährliche Körperverletzung. Ein Herr Jung, das ist der Geschädigte, der behauptet nun mal, dass Ihre Mandantin ihn von hinten niedergeschlagen haben soll. Schwachsinn. Von hinten sollen Sie Herrn Jung niedergeschlagen haben. Wenn es von hinten war, wie will sich denn Herr Jung dann so sicher sein, dass es meine Mandantin gewesen sein kann? Na, da spricht wirklich einiges dafür. Denn, wie gesagt, beide hatten zuvor einen heftigen Streit. Da kam es von Seiten ihrer Mandantin zu einer Ohrfeige gegen Herrn Jung. Und alles spielte sich auch in unmittelbarer Nähe dieses Clubs ab, in der ihre Mandantin arbeitet. Gut, wie gesagt, ich hatte jetzt noch keine Zeit, mich in den Fall einzuarbeiten. Aber unterstellt, es ist so, wie Sie sagen. Das heißt, der Herr Jung wurde von hinten angegriffen. Dann konnte er seinen Angreifer ja überhaupt gar nicht sehen. Ja, das heißt, es ist hier vergleichbar mit dem sogenannten Knallzeugen. Der Knallzeuge, der hört den Knall und dann sieht er, wie der X dem Y hinten reingefahren ist. Und ich meine, das ist doch augenscheinlich hier genau dasselbe. Es kam zum Streit, dann gab es die Ohrfeige. Und ich meine, der Herr Jung, der muss doch jetzt davon ausgehen, dass nur meine Mandantin ihm das angetan haben kann. Haben Sie denn mittlerweile auch schon mal in eine andere Richtung ermittelt? Bis jetzt noch nicht, nee. Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden jetzt erstmal die Akteneinsicht beantragen. Dann werde ich mich nach erfolgter Akteneinsicht mit meiner Mandantin besprechen. Und dann werden wir gegebenenfalls eine Stellungnahme abgeben. Aber bevor das alles nicht passiert ist, werden wir erstmal keine weiteren Aussagen machen und Sie werden von uns nichts mehr hören. Ja, von mir aus machen Sie das so, wie gesagt, ist ja Ihre Aufgabe als Strafverteidiger. Aber in dieser Zeit machen wir unsere Arbeit. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal gleich zum Tatort und versuche dann nochmal den einen oder anderen Zeugen zu befragen. Ja, und ich werde Sie da begleiten, weil ich möchte mir einfach auch nochmal einen Überblick verschaffen. Wie sieht's aus, Frau Laske? Kommen Sie mit? Ja, natürlich komme ich mit. Ich will, dass das hier aufgeklärt wird. Ich bin so erleichtert, dass Frau Minner jetzt da ist. Sie hat mir schon mal geholfen, als ich von einem Kunden im Fitnessstudio so belästigt wurde. Ich bin mir ganz sicher, dass sie mir helfen kann, meine Unschuld zu beweisen. Die Berlinerin Silke Laske wird verdächtig, den besten Freund ihres Mannes brutal niedergeschlagen zu haben. Die 34-Jährige hat aus finanzieller Not heimlich in einem Stripclub gearbeitet, bis Gero Jung dahinter gekommen ist. Nun will die Polizei den Tatort begutachten. Silkes Anwältin Eileen Minner lässt es sich nicht nehmen, bei der Zeugenbefragung dabei zu sein. Was macht Tim denn hier? Tim, ich muss unbedingt mit dir reden. Ist das dein Ernst? Du willst jetzt mit mir reden?
Jetzt, nachdem ich von meinem besten Freund erfahren habe, dass du in diesem Laden hier seit 3 Monaten als Stripperin arbeitest? Silke, bist du noch ganz bei Trost? Tim, bitte lass mich das erklären. Warum sind Sie überhaupt hier und warum ist meine Frau in Begleitung der Polizei? Herr Laske, die ganze Sache ist wirklich sehr verfahren. Der Herr Jung, Ihr Freund, der hat Sie doch vorhin hier aus diesem Club angerufen, oder? Ja, und ich kann auch immer nicht glauben, was er mir erzählt hat. Aber was hat Gero mit der ganzen Sache hier überhaupt zu tun? Ihr Freund, Herr Jung, der wurde vorhin hier in der Nähe des Clubs niedergeschlagen. Und jetzt behauptet er felsenfest, dass es Ihre Frau gewesen sein soll, die ihn niedergeschlagen hat. Gero wurde niedergeschlagen und glaubt, dass Silke es war? Was ist denn das für ein Scheiß? Silke würde so etwas nie tun. Ja, dass Sie das als Ehemann jetzt so glauben, das kann ich schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, Ihre Frau hat ja nicht nur Herrn Jung geohrfeigt, sondern sie hat ihm ja auch wohl anscheinend verschwiegen, dass sie hier in diesem Lokal strippt. Und damit ist die Aussage über Ihre Frau und deren Glaubwürdigkeit ja wohl nicht mehr gegeben. Also ich meine, das müssen wir jetzt nicht alles gleich so pauschalisieren. Nur weil meine Mandantin ihren Ehemann nicht aufgeklärt hat über ihren neuen Job, heißt das nicht gleich, dass sie nicht mehr glaubwürdig ist. Ja, meine Mandantin ist unschuldig. Das kann schon sein, aber Herr Laske, um auf meine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen. Was machen Sie eigentlich hier und haben Sie Herrn Jung hier noch angetroffen? Was soll denn jetzt diese Anspielung? Na, ganz einfach. Sie haben doch den Anruf von Herrn Jung bekommen, dass Ihre Frau hier in diesem Etablissement strippt. So, jetzt sind Sie hier. Was glauben Sie, was ich damit meinen könnte? Ja. Sie haben doch auch Grund darauf, auf Herrn Jung sauer zu sein. Also, ich bin schon der Meinung, dass Ihre Fantasie jetzt hier ein Stückchen zu weit geht. Ja, es reicht mir jetzt also auch langsam. Als ich hier ankam, waren Silke und Gero nicht mehr hier. Das kann ja jetzt jeder hier behaupten. Wenn Sie mir nicht glauben, dann können Sie doch mal bei Ihren lustigen Kollegen von der Verkehrsüberwachung nachfragen. Die haben mir nämlich ein saftiges Knöllchen gegeben. Und zwar vor einer halben Stunde. Und jetzt höre ich mir diesen Schwachsinn hier nicht mehr an. Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Doch. Der Herr Laske ist momentan ja fertig. Wenn Sie noch weitere Fragen an ihn haben, dann können Sie ihn gerne als Zeugen oder auch als Beschuldigten aufs Revier bestellen. Vielen Dank, Frau Minna. Und jetzt muss ich ein bisschen frische Luft schnappen. Tim, bitte, Tim, warte doch mal. Bitte wartet. Was? Bitte. Es tut mir leid. Aber ich habe es wirklich nur für dich und Kathi getan. Na klar, jetzt sind wir beide noch dran schuld, oder was? Nein, das will ich doch gar nicht damit sagen. Aber Schatz, du weißt, dass wir kurz vor der Pleite stehen. Im Fitnesscenter habe ich keinen Job bekommen. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist, um noch schnell an Geld zu kommen. Das klingt, als ob du dich prostituierst. Das ist nicht wahr. Du weißt genau, dass kein Mann außer du mich anfassen darf. Aber meinst du im Ernst, ich möchte nächste Woche unsere Sachen zum Pfandleiher bringen? Hast du mal an Kathi gedacht? Trotzdem, diese Sache hier musst du beenden. Und was kommt dann? Jetzt denke ich ans Geld. Wir werden so wieder irgendwie an Geld kommen. Und jetzt will ich wissen, ob das mit Gero stimmt. Hast du ihn niedergeschlagen? Natürlich nicht. Ja, ich habe ihn geohrfeigt. Aber das habe ich nur gemacht, weil Gero mich erpressen wollte. Wieso denn erpressen? Er hat verlangt, dass ich mit ihm schlafe. Dafür, dass er dir nichts sagt. Du verarscht mich. Ich konnte es ja selber kaum glauben, nach all den Jahren, die wir befreundet sind. Wenn das stimmt, dann bin ich fertig mit dem Typen. Aber sowas von fertig, der ist erledigt. Ich fahr sofort ins Krankenhaus und mach den fertig. Tim, bitte mach doch keinen Scheiß jetzt! Oh Mann, hoffentlich macht Tim jetzt keinen Mist. Ich hätte ihm besser nichts gesagt von Geros Erpressungsversuch. Aber es ist doch die Wahrheit. Frau Laske? Ja? Wir haben gerade was Interessantes erfahren. Dazu müssten wir ganz gerne mal in Ihren Spind schauen. Ja, ich habe nichts dagegen. Silke rückt immer mehr ins Visier der Polizeibeamten. Die Zeugenaussagen der anderen Stripperinnen belasten die 34-Jährige schwer. Die Kollegin hat uns gerade etwas sehr Interessantes erzählt. Frau Laske, stimmt das, dass Sie angedroht haben, Herrn Jung etwas antun zu wollen? Ja, aber das war doch nur so im Streit dahergesagt. Das hat doch gar nichts zu bedeuten. Ich meine, das kennen wir doch alle, so eine Situation. Wenn man sich mal gestritten hat, dass man dann Dinge sagt, die man gar nicht so meint. Ich meine, das ist menschlich. Ja, dann wird ja Ihre Mandantin sicherlich auch nichts dagegen haben, dass wir mal ganz kurz in Ihren Spind reinschauen. Natürlich hat sie da was dagegen, weil momentan sehe ich noch keinen Durchsuchungsbeschluss. Und den brauchen wir dafür. Frau Minna, lassen Sie mal. Ich habe wirklich gar nichts zu verbergen. Wenn Sie wollen, gerne hier vorne. Ja. Das ist mein Spind. Mhm. Bitte bedienen Sie sich. Okay. Was haben wir denn hier schon? Das scheint sich doch um die Tatwaffe zu handeln. Ich habe keine Ahnung, wie der da reinkommt. Der ist nicht von mir. Als ich eben nach Hause gegangen bin, da war mein Spind leer. Ja, na klar. Wissen Sie, was ich glaube? Ich denke, Sie haben den Schirm in den Schrank gestellt
Nachdem Sie den Herrn Jung damit so heftig geschlagen haben, dass dieser jetzt eine kräftige Kopfwunde und Gehirnerschütterung hat und im Krankenhaus liegt. Oder woher soll das ganze Blut kommen? Das sehe ich wirklich alles ganz anders. Ja, wir wissen überhaupt gar nicht, ob es sich hier wirklich um die Tatwaffe handelt. Geschweige denn, wir wissen nicht, ob es sich bei dem Blut, was wir hier sehen, wirklich um das Blut von Herrn Jung handelt. Da müssen wir erstmal die Spurenanalyse abwarten. Und ich meine, wir haben alle gesehen, dass der Spind meiner Mandantin nicht verschlossen war. Das heißt, jeder hätte den Spind öffnen können und die Tatwaffe darin verstecken. Ja, wie gesagt, das werden wir schon alles schnell herausfinden. Und wie Sie auch schon gesagt haben, selbstverständlich geben wir den Schirm zur Spurenuntersuchung. Und ich vermute aber mal, dass wir leider auch die Fingerabdrücke von Ihrer Mandantin darauf finden werden. Also Frau Laske, wir werden Sie informieren oder Ihre Anwältin, sobald wir ein Ergebnis haben, ne? Machen Sie das. Wiedersehen. Okay, dann schönen Tag für Sie. Auf Wiedersehen. Frau Mina, ich schwöre, das ist nicht mein Schirm. Ich habe keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Da will mir doch irgendjemand was anhängen. Was mache ich denn bitte, wenn das wirklich Geros Blut da drauf ist? Frau Laske, wir sollten jetzt erstmal die Ergebnisse abwarten von der Spurenanalyse und dann machen wir uns darüber Gedanken. Sie gehen jetzt am besten erstmal nach Hause zu Ihrem Ehemann und sprechen mit Ihnen und retten Ihre Ehe. Und ich werde in der Zwischenzeit nochmal Kontakt mit dem vermeintlichen Opfer, mit dem Herrn Jung, aufnehmen. Eventuell kann er Sie ja entlasten. Kommen Sie. Die Indizien gegen meine Mandantin scheinen sich jetzt zu vermehren. Trotz alledem glaube ich natürlich ganz fest an ihre Unschuld. Die Frage ist nur, wer oder warum hat jemand Interesse daran, ihr die ganze Sache in die Schuhe zu schieben? Ich werde jetzt einfach noch mal zu dem Opfer, Herr Jung, fahren. Denn um ihn scheint sich die ganze Sache hier zu drehen. Take me down to the rhythm band. Während Eileen Minna für die Unschuld ihrer Mandantin kämpft, fährt Silkes Ehemann Tim ins Krankenhaus. Der 36-Jährige will seinen besten Freund zur Rede stellen und ihn mit Silkes knallharten Anschuldigungen konfrontieren. Was fällt dir ein, meine Frau zum Sex erpressen zu wollen? Hey, was erzählst du da für eine Scheiße? Fläumchen, gehst du bitte raus? Wir wollen unter vier Augen sprechen. Los! Aber ich glaube, das... Was habe ich gerade gesagt? Okay. Los, raus. Sag mal, bist du bescheuert, so vor meiner Frau zu reden? Mir doch scheißegal. Soll sie doch wissen, was für ein Errater du bist. Und was bringt dich dazu? Du glaubst ihr den Scheiß doch etwa nicht. Sag mal, sie ist zu mir gekommen und wollte mit mir Sex machen. Du kannst froh sein, dass ich überhaupt mal die Augen öffne, was sie überhaupt für ein Flittchen ist. Pass auf, was du sagst. Bestimmt nicht meine Finger dreckig machen. Das bist du nicht wert. Und ruf mich ja nie wieder an. Ich will deine Drecksvisage nicht mehr sehen. Hast du das verstanden? Dann glaubst du dieser Schlampe also mehr als mir? Obwohl dich Silke die ganze Zeit beschissen hat. Dass sie mir nichts über diesen Stripjob erzählt hat, ist scheiße. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie mich betrügt. Ich weiß genau, dass sie mich nicht betrügt. Was ja bei dir ein bisschen anders aussieht. Du gräbst ja alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Hey, komm, Alter. Wir sind so lange befreundet. Das ist genau auch der Grund, warum ich dir jetzt nicht direkt eins aufs Maul haue. Wenn ich in der Nachbarschaft auch nur ein böses Wort über Silke höre, dann werde ich mal anfangen, über dich ein bisschen auszupacken. Ey, du hast es versprochen. Na, dann pass besser auf. Oder willst du, dass ich bei ein paar Leuten mal ein bisschen was von deinen Frauengeschichten erzähle? Hm? Willst du das? Habe ich mir gedacht. Und was die Strafanzeige angeht, mach dich mal darauf gefasst, dass wir eine sehr gute Anwältin haben. Silkes Unschuld wird im Handumdrehen bewiesen sein. Wieder zu Hause muss sich Tim den drängenden Fragen seiner Tochter Kathi stellen. Die 16-Jährige wartet seit dem Besuch der Polizei am frühen Nachmittag ungeduldig auf eine Erklärung. Hallo, ihr zwei. Wo warst du denn die ganze Zeit? Papa will mir das nicht erzählen und ich will es jetzt endlich wissen. Ich dachte, das ist besser, wenn du das jetzt erledigst. Okay. Pass auf, Mäuschen. Das ist jetzt wirklich kompliziert. Schieß doch einfach los. Ich bin 16, ich bin kein kleines Kind mehr. Das vergesse ich manchmal einfach. Hör zu, Papa hat doch seinen Job verloren vor kurzem. Ja, das ist nichts Neues. Wir haben ganz große finanzielle Probleme, Kathi. Und um Geld dazu zu verdienen, da habe ich was gemacht, was ich mit euch beiden hätte absprechen müssen vorher. Na los, sag schon. Sie hatten Recht, es zu erfahren. Ich habe einen Job als Tänzerin angenommen. Und zwar in einem Erotikclub. Bitte was? Im Klartext heißt das, ich habe da als Stripperin gearbeitet. Jetzt weißt du's. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Mama. Willst du mich gerade verarschen? Mann, weißt du, wie billig das ist?
Kathi, hör zu, ich weiß, dass du das jetzt vielleicht nicht direkt verstehst. Aber wir haben große Schulden. Ich habe das wirklich nur für Papa und dich gemacht. Außerdem ist das da nicht so, dass die Männer einen anfassen können. Es ist nur Tanzen. Zwar leicht bekleidet, aber es ist wirklich nur Tanzen. Kathi, Mama hat einen Fehler gemacht, aber sie hat es gut gemeint. Nee, sorry, es geht gar nicht. Braucht man nur Ruhe. Spätestens. Nein. Lass mal sie. Wird sich schon wieder beruhigen. Was ist mit dir? Was soll ich sagen? Ich bin natürlich immer noch stinkwütend auf dich und ich will, dass du diesen Job auf der Stelle hinschmeißt. Andererseits sehe ich aber auch, dass du das alles nur für uns getan hast und wie viel wir dir bedeuten und wozu du bereit bist. Es tut mir leid, dass ich euch beide angelogen habe. Ich schwöre, dass das wirklich nie wieder vorkommt. Und jetzt habe ich wirklich noch ein Riesenproblem. Was denn? Die Polizei. Die hat eben in meinem Spind so einen blutverschmierten Regenschirm gefunden. Die glauben allen Ernstes, dass ich Gero damit niedergeschlagen habe. Die halten mich für ihre Hauptverdächtige. Wenn ich Pech habe, dann werde ich jetzt noch wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das ist aber nicht dein Schirm, oder? Ja, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie der da reingekommen ist. Da will mir irgendwer was anhängen. Keine Angst, Schatz. Ich stehe zu dir. Oh, dieser scheiß Gero. Da bist du jahrelang mit jemandem befreundet und dann zieht der so eine Nummer ab. Und das, wo ich immer schön die Klappe gehalten habe bei all dem, was er sich geleistet hat. Was hat er sich denn geleistet? Ich habe zwar geschworen, dass ich das niemandem erzähle, aber das ist ja wohl jetzt egal. Gero ist ein notorischer Fremdgeher und hat Rebecca schon zigmal betrogen. Und was sagst du mir jetzt erst? Er war mein bester Freund. Du erzählst mir doch auch nicht immer alles, was du mit deinen Mädels besprichst. Gero ist so ein Schwein, echt. Trotzdem hättest du mir das sagen müssen. Du weißt, dass Rebecca meine Freundin ist. Ich muss dir das irgendwie sagen. Das ist ja wohl klar. Tu, was du für richtig hältst. Aber sei vorsichtig. Gero kann aus Rache herum erzählen, dass du gestrippt hast. Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, wie ich dir das schon beibringen soll. Aber das Letzte, was ich will, das ist, dass Kathi darunter leidet. Jetzt stecke ich echt in einem richtigen Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite will ich Rebecca natürlich sofort sagen, was Gero für ein Schwein ist. Aber auf der anderen Seite habe ich richtig Angst, dass er sich dann rächt. Am Ende wird wahrscheinlich nur meine Tochter die Leidtragende sein. Ich muss mir jetzt echt gut überlegen, was ich machen soll.